Shostakovich hat mit dem Viertelfinalsieg über Alexander Zverev sowie mit etwas Beihilfe von Rafael Nadal eine weitere persönliche Bestmarke aufgestellt. Und was für eine! Ein gewisser Roger Federer muss sich nun beugen. Verharrt nach wie vor an der Spitze der Tenniswelt. Ausnahmekönner Novak Djokovic. Novak Djokovic wird auch in der Woche ab dem 8. März die Nummer 1 der Tenniswelt bleiben und damit Roger Federer als Rekordhalter. Denn der serbische Profi mit dem Spitznamen Djoka geht alsbald in seine 300. Woche als Weltranglistenerster und übertrifft seinen Konkurrenten aus der Schweiz. 300. teilte die Profi-Organisation ATP am Mittwoch als Konsequenz des Viertelfinal-Ausscheidens des spanischen Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal bei den Australian Open. Djokovic, der sich Decks zuvor mit 6:7, 6:2, 6:4 und 7:6 gegen den deutschen Alex Zverev behauptete, hatte erstmals am Juli 2011 die Spitze der Tennisweltrangliste übernommen. Mag deutsche Presseagentur 2020, 17. Meist die Grand Slam-Titel, Big 3.